Auf der Suche nach dem Glück mussten die vier Piraten bereits einige Hürden überwinden. Aber für das, was sie am Ende erwarten würde, kann man sich schon mal ein paar Gefahren aussetzen. Es handelt sich um die einzig wahre, unübertroffene, absolut glorreichste, vor Gold und Juwelen strotzendste, Ruhm und Ehre bringendste Schatzkiste des weiten Ozeans. Das letzte, was ihnen im Weg stand, war die Insel selbst. Captain Stachelbarts Erbe liegt nun in unmittelbarer Nähe. Die Chest of Fortune. Der ist down oder was? Ja, ja. Sehr gut. Hallo, Alter, two hits, two. Alter, weggehauen hab ich den. Wir haben die zerlegt, Jungs. Zerlegt! Ja, geil, zerlegt! Mann. Zerlegt! Nein, aber ja, ich kümmere mich gerade um. Zerlegt! Der hat gerade geschrieben, I don't give a f. So, der ist gerade. Das ist gespawnt. Aber nett. Das Boot gönn ich ist noch dem. Gar nicht untergegangen. Ich weiß nicht, der ist auf jeden Fall gerade gespawnt. Ich weiß nicht, oh nein, oh nein, oh nein, oh au, 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 au! Alter, der ist schon fast tot, die haben das fast fertig gemacht. Jetzt kommt, aufpassen, ihr solltet... Oh, scheiße, wir stehen direkt da drin. Das ist mega ungünstig, Jungs. Oh ja, stimmt. Wir machen den jetzt einfach fertig, der ist fast tot. Kommt mal jemand noch mit zum Fighten? Einer kommt mit zum Fighten, die zwei anderen gehen bitte mit dem Boot den Loot von denen einsammeln. Wo ist das? Hinter uns, hinter dem Schiff, also rechts hinter dem Schiff. Alter, ich hab den Dude ist down. Gekommen und hab den letzten Hit gemacht. Ja, übelst geil. Nice, Alter. Du bist der King. Ja. Du bist der King. Alter, das Vorder Fortune ist unser. Schnell die Chest of Fortune holen. Schnell, schnell, schnell. Natürlich nicht. Alter, wir haben die ja übelst auseinandergezüchtet. Alter, aufpassen, hier ist ein Mega-Keg. Die Kegs nehmen wir nicht mit. Alter, ach du heilige Scheiße. Jo, komm mit. Jetzt holen wir uns erstmal die Chest of Fortune. Das ist wichtig, der Rest ist die, egal. Die Kiste hier auch, die Kiste hier auch. Nee, die Chest of Legends. Chest of Fortune und die Chest of Legends und die Chest of Fortune. Und die... Geiler Loot, geiler Loot. Der ist gut, pack's da rüber und dann packen wir alles schnell da runter. So, ich würde sagen, wir beeilen uns, bevor die kommen und uns nochmal abfangen, oder? Safe. Aber die haben eh keinen Bock, denke ich. Und wenn doch, dann sollen sie doch. Sollen sie doch kommen. Komm doch! Woher kommt das? Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Keine Ahnung. Ist das so ein Kinderding? So ein Neugeborenes wird so in trockene Tücher gewickelt? Vielleicht? Das kann sein. Vielleicht hast du auch was zu essen bestellt und kriegst das in trockenen Tüchern anstatt in durchnässten, weil sonst wenn es durchweicht ist, dann schmeckt das Brötchen halt auch nicht mehr. Ich glaube echt, das kommt daher. Ganz klar. Brot dreht sich immer noch. Ich habe aber letztens eine Rezension gelesen, als ich ein Brötchen bestellt habe, gesagt, das kam einfach in einem nassen Tuch eigentlich. Wir haben, wenn die Dudes kommen, dann gehe ich zu denen und gebe denen das großzügige Geschenk. Rapunzel, Rapunzel, werf die Kiste herunter. Sag mal so, Crew, was ist denn los? Was machen wir als nächstes? Ich meine, jetzt haben wir so erfolgreich den Erbschatz meines Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Zeitgenossen meiner Mutter, oder was auch immer, gefunden. Chest of Fortune gesaved, würde ich jetzt mal meinen. Das gilt als abgeschlossen, notiert, abgehakt, soweit die Einkaufsliste. Und jetzt ist aber irgendwie ein Plan vonnöten. Sonst macht das Leben ja keinen Spaß. Ja, na klar, verhökern, aber was machen wir denn jetzt noch? Wir könnten auch überlegen, also Chest of Fortune, klar, die hauen wir jetzt raus. Die gönnen wir. Aber den Rest könnten wir sammeln. Und nochmal ein Reaper-Fleckchen draufhauen. Ja. Dann noch irgendwas klatschen. Ein Tresor oder so könnten wir auch nochmal. Oh ja, ich habe auch noch einen Tresor dabei, theoretisch. Ach, easy, Chemie. Aber wenn wir einen Tresor einfach machen, Tresor in der Tasche. Auch jetzt, bevor wir verkaufen, noch eine Flagge zu nehmen? Ja, eben, das war ja mein Plan. Deswegen auch noch ein Tresor, dass wir uns hochleveln können. Ne Flagge! Mensch, hörst du mich nicht zu, oder was, Güne?
Ah, ich würde gerne. Alter, was ist das denn für eine lass Kiste? Mal, lass mal kurz, das habe ich jetzt blöd überlegt. Das war natürlich. Lass mal den Legend-Scheiß ein bisschen aussortieren. Ich würde nämlich voll gerne die Legend-Sachen an die Legenden-Fraktion raus. Das muss doch sowieso alles dann runtergeladen werden. Ja, aber nicht beim Reaper, stimmt. Genau. Leute, was, ich habe eine Truhe der Wut gerade ausgebuddelt. Ich weiß die nicht, lassen wir hier und fahren jetzt möglichst schnell los, damit die uns nicht noch in die Quere kommen, die miesen, fiesen Vorräters. Die lassen wir wirklich hier? Die brennt einfach nur nervig vor sich hin. Wir können sie mitnehmen, wenn du sie unbedingt haben willst, aber... Ach, das ist die, die immer Puff macht, ne? Ja, das ist die Zuhälterkiste. Das ist die, die immer Puff macht. Wir können auch schon ablegen, oder? Ja, lass ablegen. Ein fröhliches Piratenleben mit unserem Affen hier. Was ist, wie heißt der? Rotsonnenberber. Na, der hat ja einen coolen Namen. Duber? Ja, nehmen wir Duber, Schluber und den Berber. Und Leo holt auch noch irgendwas. Der holt einen Fisch. Zack. Ich hau nochmal das Hintere raus. Der alte Angler da unten. Der angelt da. Na schau, was hat er da am Kiem? Was hat er am Haken? Panstiebern gelben, sonnengelben. Alter, das ist einer von der ganz wilden Sorte. Guck mal, was da vor uns ist. Ich glaube, da ist ein Einmaster. Was ist das, was da rechts golden leuchtet? War da rechts? Schniederkischt. Wollen wir erstmal einheben? Einheben, da Albert will mal wieder die ganze Zeit einheben, Alter. Nur am Heben ist er. Naja, ich meine, erste Frage nach dem Aufstehen. Jörg, komm runter. Wen heben wir? Leo? Der ist, glaube ich, der leichteste. Jawohl. Gut, 3, 2, 1. Aber da geht ein bisschen was. Es ist ja jetzt nur quasi ein Zentimeter gewesen. Blühen, Alter. Das, ja. Nee, nicht mal. Das ist ja nicht mal ein Radler. Das ist ja quasi auch noch gesund. Das ist ja Kokosnuss mit Limette, was ich hier habe. Da kann mir keiner erzählen. So, dann bin ich. Ja, der dritte geht rein. Ja, sicher. Jetzt, ich muss dann wieder ans Steuer. Mach mal. So, jetzt kann ich mich immerhin am Steuerrad festhalten. Da kann schon nichts passieren. Gut, Entschuldigung. Hier rein. Ich glaub, da habe ich kurz manierlich einen abgebeuert. Oh, der ist durch. Kann er nicht nehmen. Oh, guck mal, wir fahren direkt aufs Reapers Hideout zu. Boah. Perfekt. Alter, ich will hier wieder hoch die Treppe. Wo ist denn jetzt... Ist hier weiter rechts vielleicht noch ein schöner Ausposten? Kann man jemand nun nachgucken? Du, das ist mir jetzt so weit der Weg. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was finde. Ja, guck mal auf die Karte. Doch, musst du machen. Was musst du gucken? Jetzt auf die Karte gucken. Alter, ich hab ein bisschen... Ich hab gegurgelt, sagt man. Ey, nichts mehr. Ich auch nicht. Ich hab gerade noch was gesehen, aber irgendwer hat mir voll in die Fresse gekotzt. Ich glaube, wir haben es. Oh Mann. Man kann das nicht erreichen. Ich Ja, Jungs, aber ich halte das Segel fest, immerhin. Auch wenn ich hier ins Gesicht gekotzt kriege von irgendwelchen komischen, ekligen Neuen. Noch gerade, da ist ein Außenposten. Ich bin beim Rübers halt außen hier. Wo ist ein Außenposten? Weit weg alle. Ja, dann einmal zu dem weit weg. Da können wir da auch noch Stimmen. Da können wir Stimmen, aber wir wollen ja eh noch die anderen Sachen verkaufen. Da können wir jetzt auch kurz zu dem Außenposten. Das wäre ja sonst. So kann mir jemand sagen, ich bin langsam wieder nüchtern hier, wie der Kurs ist. Ich hab noch einen schönen Kader, das drückt. Kannst du aber sag's bitte leise. Leise. Was ist denn das jetzt? Ich hab schon das Konterbier getrunken. Ja, das hat irgendwas Blaues. Das ist auch nicht gut. Sorry. Das muss zusteuern, ich lege mich jetzt hin, ich bin müde. Es war ein langer Tag, war das. Kann ich steuern, Junge. So, jetzt hier, ich gehe jetzt. Ich kann nur reiern. Also, ich schlafe jetzt hier alleine im Meer. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob sie es schaffen, die Chest of Fortune zu verkaufen, werden wir erst demnächst erfahren. Aber ihr könnt ja vielleicht ein kleines Abo dalassen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen geruhsamen... Au, jetzt habe ich mir den Kehlkopf geprellt.
Und für so einen Mist werde ich nicht bezahlt. Aber mir reicht's, ich geh.